COVID-19. Designed to establish the economic balance. Und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte. But the economic disaster caused by the corona. The COVID crisis. KYN Television filed for unemployment. He was an incompetent president. I don't believe the CDC let this country down. I believe. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Quindi quello che sta succedendo in Italia. Now a test of whether reopening and social distancing can coexist. Die Kurve ist flacher geworden. Willkommen, liebe Freunde, bei einem Video. Das ist ein mega Vlog für die drei mega geilen Tage. Wahrscheinlich einer von den drei geilsten Tagen, was ich je in meinem Leben gehabt habe. Was ich mit Sam und Philipp gemacht habe. Und zwar haben wir einen Roadtrip durch Südtirol gemacht. Wir haben versucht, den Kontakt auf Minimum zu halten. Wir haben alle Masken gehabt, wenn wir in irgendwelche Einrichtungen oder andere Plätze oder sonst was waren. Also wir haben auf jeden Fall aufgepasst. Aber viel Spaß bei dem Video. Das waren drei mega, mega geile Tage. Vor allem nach der ganzen Zeit, wo es relativ down war mit der Freude. Und es war ein bisschen depressiv die Zeit. Das ist genau das Gegenteil. Viel, viel, viel Spaß beim Schauen. Auf geht's. So, Freunde, heute ist ein very special day. Oh, ich hab Red verfehlt das erste Mal. Oh mein Gott. Oh. I heard you on the wireless back in 15. Down. Das Brot ist rechts hinten, war einmal 230 Grad dran. Warte, das hat niemals zu schnell fallen lassen. Welcome to Risky Productions. Da wieder Steve-O. I'm Steve-O! Achtung! 3, 2, 1. Okay. Ashley, is this still a vlog? Been ready. Philipp, bist du schon? Warte, nimm dich mit. So, jetzt wissen wir nicht, was wir tun da. Jetzt fahren wir mal da vor der Garage raus. Ja, ich bin leider unsicher, was wir heim tun. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Cena's what I need, a little bit of Sandra. So Freunde, jetzt haben wir den Salon in Navini gezeigt, wir maxen Südtirol aus und vorne ist weiter gestochen, was geht. Und deine Drohne geht besser sein, du musst sie verschnitten mit meiner Schiene. Ja. Leute, gebt mir die frische Empfehlung, süß. Hat mir eine scheiß Benzinauto. Oh, sein beruhigt dich wieder! What I see, a little bit of Sandra in the sun. So, liebe Freunde, jetzt haben wir da oben auf den Berg, da, wie heißt der da, Monte Castello. Ja. Wie heißt der? Kastel? Kastelfeder. Kastelvogel. Wie der Pusterer sagen hat, Kastelfeder. Kastel. Wir sind jetzt auf Kastelfeder da. Jetzt gehst du noch da hinten nach über die Schlucht und da hinten Augen, dann sind wir oben. Kannst du den ersten Stopp für den Trip? Jetzt haben wir dann den Filter für die Drohne. Dann haben wir die Dinge nicht vorne in die Gondel. So! Jetzt haben wir es geschafft. Geh bitte zurück. Ganz fit ist schon. Heute haben wir den Schmetterling entdeckt. Schau, wie sie streiten, schau, wie sie streiten. Schau, schau. Ja, Jungs, let's go. Oh, das ist genau das, was ich gemacht habe. Jetzt
Werbepause, wir haben eine kurze Zwischen. War fast euch vor. So, Philipp, was ist jetzt passiert? Haben wir da? Wir Freunde, jetzt sind wir da, zufällig beim gleichen Spot, wie wir es heimisch schon war. Und dann sind wir mal ewig viel Zeug hingemacht und da sind einfach noch die Überreste. No! Oh Sam, baut sich deine Aggression auf. Beruhig dich wieder, Sam. Scheiße, Alter! Oh. Ja, der ist brutal, der wird auch mal nicht hin. Philipp, was du jetzt? Soll ich auspacken? Philipp, was sagen wir jetzt? Was stehen wir jetzt? Ja, wo wird jetzt hin? Jetzt haben wir dich gemacht. Jetzt sind wir da gelandet, oder halt hergefahren beim Montiklas her. Ich weiß nicht, ob das der Große, der Kleine, der Mittlere oder ich, aber der Große. Der Große. Auf jeden Fall. Okay, der Philipp versucht gerade sein komisches Reifeisen-Wurststall da aufzufüllen mit Luft. Schau, kommst schon in die richtige Richtung. Schau mal, da ist schon mal etwas, ein Compartment da. Jetzt haben wir es. So, Freunde, schauen wir mal da jetzt rein. Hoffentlich ist es nicht so kalt. Aber da haut es dir komplett aus. Auf den Schulterweg halt. Auf den Schulterweg da, gell? Auf den Algenweg da. Going into 2020 like. Ziemlich intensive Situation, gell? Bumps! Ja, war schon wohl doch Tesla. Da kann mich mein privater Helikopter nicht mithalten. Was da schon nach? Ja. Was musst du einen Gröden allen fragen, wenn du ihn das erste Mal triffst? Du hast die Hand und sagst, was denn, Mann, bist du aber der Hockey? Was heißt das denn überhaupt? Okay. Stopp! Ja, ist schon mega viel Platz. So Leute, jetzt haben wir da ein bisschen Zeug gekauft. Jetzt haben wir das noch zu der Kasse getragen. So, Kaffeefleisch? Nein, Fleisch ist schlecht für die Umwelt. Recycelten Flaschen. Du kannst schon das Auto noch so verschandeln. Ich weiß nicht. So, liebe Freunde, haben wir gehört, der ging kam jetzt vor mir. Das ist das, was ich komplett unerwartet sage. Das hat mich gefreut. Nein, und jetzt fahren wir da Augen. Da ist ganz cool jetzt. Boah, schauen wir mal, ob es oben ausschaut. I'm the only one of me. Let me keep you company. Was? Der Keller von Airbnb in Oslo. Tja, sonst kann ich es nie auch gegangen. Ich will die Treppe machen, ich will nur die Treppe machen. Shit. Wirklich die Treppe machen, wie nehmen. Oh shit. Totenbrand Licht. Was? Haben wir jetzt auslosen, wer rauchen gehen muss. Ja, dass es sich so aufteilt. Freunde, jetzt sind wir da auf dem Wirst Aussichtsturm. Der hat keine Nummer, glaube ich. Dann haben sie da das Gitter da hergetan. Ich weiß nicht ganz, was ich brauche, aber dass man nicht da durchkugelt. Nicht. Sing ihm raus, ich mein Hund. Das ist Maximum Speed gegen Wind.
COVID-19! Was? So, Freunde, das hat euch leider nochmal gerne erinnert, dass der Philipp heute zockt und der Schloss in der Hängematte. Oh, mit panierten Tomaten. mit getrockneten Tomaten. Und schmeckt es einem. Und deswegen müssen wir jetzt eigentlich relativ chill da hinten schlafen können. Also der Philipp hat halt gedacht, er schläft in der Hängematte. Was ist seine Idee? Ich tue es nichts, ich gehe jetzt schlafen. So schaut das aus, mein Philipp. Simon, sag du das Problem. Was ist das Problem bei der ganzen Konstruktion? Ja, dass der Ball da wahrscheinlich die Nacht kratzen wird. Oh, liegt gerade das Problem ist, nachher klopft der Beins und nachher stört er ihn und wächst ihn auf. Lass bitte die Scheiben so eine Spur offen. Nein, nein, nein. Dann kommen die ganzen scheiß Mucken in die. So, liebe Freunde, jetzt haben wir auf dem zweiten Tag von dem Vlog. Ich bin richtig scheiße geschlafen in der Hängematte. Ich bin richtig scheiße geschlafen, die Hälfte der Nacht in der Hängematte geschlafen, hat dein Auto schlafen. Sei mich selber schuld dabei! Auf jeden Fall haben wir das Auto da für dich fast zusammengepackt und dann können wir jetzt gleich weiter starten. Auf geht's! Und Leute, ich sag's euch, das Beste auf dem Roadtrip ist so ein Stuhl da, der kostet 9 Euro im Decathlon. Der hat dann mal ewig lang, der ist so stark, den kannst du überall mitnehmen, kannst du überall niedersitzen. Gonna be happy for today. Let no matter what they say, I'm und hat jetzt Auto getauscht, hat die Sorgen. Roadtrip satt, aber nicht gecheckt, wo das unterwegs hat. Ja, was hat das noch eine Weile? So, liebe Freunde, jetzt sind wir unterwegs Richtung Buschertal. Jetzt haben wir da im Pfalzen gehalten. Da ist so ein cinematischer Wald, der was flach ist. Jetzt gönnen wir uns einmal da die Aussicht da in den Wald. Was sagst du dazu, Philipp? Es ist so gewaltig, muss man fast ein paar Keks gönnen. Gerade folgendes Problem. Wir sind da in Südtirol fertig und da in 5 Meter und ich weiß nicht, ob wir weiterfahren sollen oder nicht. Voll struggle, Junge. Voll struggle. Bleiben wir da stehen auf der Straße und schauen da die Berge an. Sei mal Pilze gefunden. Sei mal Pilze gefunden. Was ist der Südtirol oder nicht? Das ist auch schön, wie schön, wie du außen geschnitzt hast. Echt? Ja. Okay, Freunde, Next Level Shit ist, wenn wir da durchfahren und hatten, weil da ist offen, aber da ist eben Kamera überwacht. Videos auch, weil jetzt ist schön. Packen wir einfach das Auto da, gehen nachher ran, picken die Kameras zu. Nachher kann es ja munen, dass wir das Auto da geparkt haben. 30 Euro kostet mir Augen zu fahren. Zio Cantante. Balien Hunger! Ja, mega. Balien und Sandwiches. Also Freunde, da haben wir jetzt gerade herausgefunden, dass in Trient die Stromkabel so einfach immer ins Feld gelegt sein. Geht da so weiter und weiter, ewig lang und auf einmal aus dem Nichts kommt das. Was ist das? Ich meine, wieso ist er da erhöht? Ich mein, vor allem das Schlimmste ist, dass es aus den Warnpfosten von der Straße ausgerissen worden gemacht ist. Na gut, dann fahren wir weiter. Freunde, jetzt haben wir dafür einmal einen Wasserfall jetzt gefunden. Ein mega geiler Wasserfall, der was voll abgeht. Ich sage ihn. Da ist schon. Jetzt war jetzt rein in die Tür. Figure it out. Figure out. Freunde, was haben wir jetzt? Pack so wild zu, let's go! Lago die Instagram. Philipp, dann hättest du den Bildschirmschutz falsch anmachen, statt oben Sony. Ja, damit ich noch 2 Euro spare. Kindisch. Ja, richtig kindisch. Vetro, Glas, Karte, Papier, Residui, Restmüll, Metall. Von oben, oh, weil da keine Frage. Hui! Boah! Boah! Genau. Was haben wir jetzt getan? Pizza geholt, basically. Und dafür dreiviertel Stunde gewartet. Und voll krepiert da drin unter der Maske, echt, mir ist vier Kamen, der ohnmächtig.
liebe Freunde, jetzt fahren wir endlich wieder in die Weltstadt Bruneck. Die Weltmetropole Bruneck heißt genau. Also, was ist denn das für Deutsch? Nur für groben volle Väter. Genau, weil jetzt war genau Crazy Castle, oder? Nein. Jetzt haben wir da Crazy Castle, also halt da, wo Crazy Castle eigentlich sein soll. Jetzt machen wir Väter. Damit wir jetzt den Crazy Castle Spirit ein bisschen wieder beleben, weil das ja vielleicht kein Sicher oder wahrscheinlich haben wir einfach unser eigenes Crazy Castle gemacht. Was ist passiert? Nein, nicht. Das war aber so ein Wort. Nein! Okay, Freunde, der Philipp versucht jetzt das zweite Mal das komische Tal abzublasen von der Raiffeisen. Schauen wir mal. Was? 2, 1. Ja, von mir hast du eigentlich stimmt. Ja. So, liebe Freunde, jetzt sind wir zurück vom Bautzen. Jetzt sind wir wieder, jetzt gehen wir wieder in unsere Stadt, der Bautzen, da ran und Brixen. Das war's. Was sagt der Philipp dazu? Ich bin auch nur impressed vom schwarzen Chrome Delete Tesla. Sagt der Sam zu der Reise. Ja, auf geht's wieder, heim, ab zum Alltag. Cool. Zack. Na gut, wieder schauen. Ja. Liebe Freunde, das ist der erste Vlog, was ihr sagt, von vielen folgenden Vlogs. Ich habe auf Instagram ein bisschen diskutiert, ob ich 365 oder 356 Tage Vlogs machen soll. Alle drei Tage hin und her. Im Endeffekt habe ich mich jetzt entschieden, auf alle drei Tage Vlogs, mehr oder weniger, zweimal die Woche. Aber es hängt auch, ich will es wirklich fix durchziehen mit ganz, ganz vielen Vlogs, also relativ viele in der Sache. Aber allem abhängig von was passiert. Wenn oft mal passiert eine Woche nicht so viel, dann ist es nicht so interessant. Und ich werde es ein bisschen auf Seilung passen, dass jeder Vlog ein bisschen seine Qualität hat. Also das ist der Startvlog für ein Jahr lang Vloggen. Viel Spaß, wenn es interessiert, gerne mal zuschauen, bitte liken. Wie sagt das einmal, die Comments subscriben und die Bell ignorieren, keine Ahnung, ist ja geil, einfach da ein bisschen teilen und perfekt. Danke.